Knuffingen Airport. Im 2011 eröffneten Bauabschnitt starten und landen insgesamt 44 Flugzeuge. 250 Mal pro Tag. 6 Jahre haben die Entwickler in diesen technisch anspruchsvollsten Bereich des Wunderlandes investiert. Kosten über 4 Millionen Euro. Nicht nur sämtliche Flugbewegungen, auch die Abläufe am Boden entsprechen denen eines ausgewachsenen Verkehrsflughafens. Ein paar Stunden pro Woche steht Elektroniker Damian an der Flugleitzentrale. Jedes Fahrzeug, was hier fährt, jedes Flugzeug, was fliegt, wird vom System automatisch gesteuert und auch überwacht. Mit mehreren tausend Befehlen pro Sekunde wird permanent die Position aller Fahrzeuge abgefragt. 3 Jahre hat allein das Programmieren der Steuerungssoftware gedauert. Wir kriegen hier Fehlermeldungen, wenn ein Fahrzeug halt nicht da erscheint, wo es sein soll. Ich ploppe sofort zum Fenster hier auf und dann kann ich ja über die Software versuchen, es zu regeln. Wenn es nicht klappt, dann muss ich halt auf die Anlage rauf. Jede Maschine hebt pünktlich ab, verschwindet in den Wolken und macht die Start- und Landebahn frei für nachkommende Flieger. Ein ausgeklügeltes Zusammenspiel von Software und Mechanik. Also das Flugzeug fährt auf die Startbahn. Dann haben wir 2 Stangen, die fahren dann quasi aus der Anlage raus. Die erste zieht das Flugzeug quasi erstmal über die Startbahn und die zweite kommt dann hinterher. Somit können wir halt diesen Startwinkel und auch später den Landewinkel halt freigestalten. Ein kleines Flugzeug startet anders als ein großes, steiler oder flacher. Und damit können wir das schön variieren. Von der Mechanik bis zur Software ist der Airport eine Eigenentwicklung des Wunderland-Teams. Als die Idee dafür geboren wurde, wusste keiner, ob dieses Projekt tatsächlich einmal abheben wird. Ich habe immer an die Ideen geglaubt und verdrängt, dass es nicht funktionieren könnte. Und immer das Gefühl gehabt, und wenn es nicht funktioniert, boah, wir werden irgendeine Lösung finden. Wie viel Technik in der Anlage steckt, bekommt der Besucher nicht zu sehen. Ist ein Flieger durch die Wolken verschwunden, leiten ihn Magnetspuren zu einem Lift. Eine Etage tiefer rollt er dann zurück auf die andere Seite der Landebahn. Meistens. Ein Airbus Beluga XL wurde vom System als verschollen angezeigt. Ja, die Stangen haben das Flugzeug irgendwie nicht erkannt. Also die haben es zwar gefunden und beim Rausfahren aber gemeldet, dass sie keinen Kontakt haben. Das passiert gelegentlich mal, kann Staub gefangen sein oder ein kleiner Magnet hat sich gelöst und genau auf der Stange quasi sich verhakt und dadurch meldet die Software, dass das Flugzeug angeblich nicht drauf ist und geht sofort in Notfall. Jetzt habe ich es einmal sauber gemacht, wieder draufgestellt und gucken wir mal, was die Software jetzt sagt. Kleine Ursache, große Wirkung, wie im richtigen Leben. Damian benötigt nicht einmal 2 Minuten. Dann kann Knuffingen Airport den Regelflugbetrieb wieder aufnehmen. Na dann, gute Reise. Auf dem Flughafen Knuffingen starten und landen nicht nur ausgewachsene Passagiermaschinen. Regelmäßig verirren sich auf das 150 Quadratmeter große Gelände auch Exoten. Etwa 15 Mal pro Tag startet der Millennium Falke von Hamburg aus in Richtung Weltall. Abheben, Gas geben und sicher durch die Wolken. Ein vollautomatisierter Prozess, wenn alles glatt geht. Diesmal hat der Weltraumfrachter allerdings einen Fehlstart hingelegt. Ach du Scheiße, du. Alter. Ich geh mal hier durch. Kommst du dadurch? Ja. Ich würde die Tür jetzt nicht aufmachen. Warte, ganz kurz, ey. Ich komme da, glaube ich, an irgendwie, warte. Nur festhalten. Nimm mal Tür auf. Fuck, nein. Okay, hast du? Ja, nimm mal ab, bitte. Boah, der bröselt aber, ey. Scheiße. Irgendwie erstmal vorsichtig raus und Operation nachher hin. Ah, kommst du an das Teil da unten? Da liegt was auf dem Lift. Ja, müssen wir unten mal die Türen aufmachen. Ach so, ja, warte. Krümelhaufen hier mal hin.
Warte, ich komme hier durch. Hier komme ich durch. Ja? Was genau passiert ist, wissen wir auch noch nicht. Auf jeden Fall ist die Melanie im Fall runtergefallen von den Stangen und hat sich dabei kaputt gemacht. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir über Überwachungskameras gucken, was genau passiert ist und wie es passiert ist, damit es in Zukunft nicht mehr passiert. Von Hyperschall auf Null in gerade mal einer Sekunde. Die Bilder vom Absturz des Falken zeigen, das war mehr als nur ein kleiner Zwischenfall. Der Frachter aus dem Weltall muss nach diesem Absturz in die irdische Werkstatt. Kein guter Tag für den Flughafen Knuffingen. Also zwei Abstürze an einem Tag ist eigentlich ungewöhnlich. Bisher lief der eigentlich immer wie geschmiert. Die Außenhülle des Raumschiffs von Corellianer Han Solo gibt es als Bausatz und wäre recht leicht zu ersetzen. Das empfindliche Innenleben aber ist ein Unikat. Speziell entwickelt für den Einsatz auf dem Flughafen Knuffingen. Wir haben mal wieder Glück im Unglück. Wir haben hier drin ein bisschen was kaputt gehabt. Wir haben hier das Seitenteil abgebrochen. Das ist eine unglückliche Verkettung von mehreren Zufällen. Das ist zum einen eventuell eben, ich sag mal blöd, Nachlässigkeit vom Piloten selber. Das ist ein Defekt, dass dann einfach in dem Moment von der Software die Lichtschranke irgendwie nicht gemeldet hat oder das Flugzeug einen Defekt hatte, dass es einfach trotz Stoppbefehl weitergefahren ist. Ist schwer zu sagen. Aber auch so kleine Männchen können Fehler machen. Ja, Chewbacca war abgelenkt. Der hatte, vielleicht hat er einen Tee, ich weiß es nicht. Fehler suchen, Fehler finden, Fehler beheben. Knapp eine Stunde arbeitet Mechatroniker Arne an dem abgestürzten Falken. Dann kann er erste Entwarnung geben. Ich behaupte, der fliegt nachher wieder relativ einfach zum Glück. Bevor der Falke allerdings zurück aufs Rollfeld darf, muss er, wie alle irdischen Maschinen auch, erfolgreiche Runden auf dem Testgelände drehen. Erst danach meldet ihn Arne wieder im Steuerungssystem des Flughafens an. Sobald der Falke dort erfasst ist, wird er wieder in den Regelflugplan aufgenommen. Dann sagt ihm der Computer, wann er abheben und wann er landen soll. Arnes erster Eindruck? Bisher ganz gut. Ich warte jetzt ab, dass er einmal startet. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Und wir haben den Unfall behoben. Zwei Stunden nach seinem Unfall startet der Falke wieder durch. Möge die Macht mit ihm sein.